Die Bundesregierung setzt bei der Energiewende verstärkt auf Wasserstoff. Die Nutzung soll zu einer Schlüsseltechnologie werden, vor allem für die energieintensive Industrie. Das Kabinett hat dafür ein neues Strategiepapier verabschiedet. Es sieht vor, das Tempo beim Ausbau der Wasserstoffnutzung bis 2030 zu verdoppeln. Direkt staatlich gefördert wird nur der klimafreundliche, sogenannte grüne Wasserstoff. Wirtschaftsminister Habeck zu Besuch bei ThyssenKrupp. Mit dabei ein Förderbescheid von knapp 2 Milliarden Euro. Mit dem Geld soll das Stahlwerk auf Wasserstoff umgerüstet werden. Wir gehen von 0 auf 100 in wenigen Sekunden, sozusagen, um im Bild zu bleiben. Das heißt, für diese Anlage alleine brauchen wir die zehnfache Menge von Wasserstoff, die heute in ganz Europa produziert wird. Die Energiewende, eine gewaltige Aufgabe, so Habeck. Helfen dabei soll eine aktualisierte Wasserstoffstrategie, die am Morgen im Kabinett beschlossen wurde. Der Wirtschaftsminister hofft dabei auf grünen Wasserstoff. Der soll unter anderem hier produziert werden, bei Air Liquid in Oberhausen, mit diesem Elektrolyseur. Der trennt mit Hilfe von Ökostrom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Auch dafür hat Habeck Geld dabei, 11 Millionen Euro Förderung. Als Übergangslösung, so die Wasserstoffstrategie, soll auch blauer Wasserstoff eingesetzt werden können. Der wird aus Erdgas produziert. Das kritisieren Umweltverbände und Energieexperten. Wir haben hier bei Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, keinen wesentlichen Klimavorteil. Und deswegen hat man dort nur hohe Kosten ohne großen Nutzen. Und deswegen sollte man auf Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, generell verzichten. Neben der energieintensiven Industrie soll auch beim Verkehr in Zukunft Wasserstoff eingesetzt werden, zum Beispiel bei Schwertransporten. Ein Anliegen der FDP. Wir brauchen Wasserstoff, um insbesondere unseren Güterverkehr, aber auch den Individualverkehr klimaneutral zu stellen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir hier strategisch und auch sehr ehrgeizig vorgehen. Die Opposition findet, die Strategie sei ungenügend. Es fehlt die Umsetzung. Die Ziele sind beschrieben, aber die Mengen werden nicht sichergestellt und deshalb droht da eine Lücke. Auch wenn nur mehr Tempo gemacht werden soll, die Bundesregierung muss überwiegend auf Wasserstoffimporte aus dem Ausland setzen. Denn auf absehbare Zeit kann Deutschland selbst nicht genug grünen Wasserstoff produzieren. Wenn Unternehmen Wasserstoff nutzen wollen, sind sie meist auf Zulieferung angewiesen. Dafür will die Bundesregierung die Infrastruktur ausbauen. Innerhalb der nächsten 5 Jahre soll in Deutschland ein Leitungsnetz von mehr als 1.800 Kilometern Länge entstehen. Auch alte Erdgaspipelines sollen genutzt werden. Manche Betriebe bemühen sich bereits, eine eigene Versorgung vor Ort sicherzustellen. Diese Maschine trocknet Papier. Daraus entstehen Papierhandtücher. Der gigantische Trockner läuft bislang hauptsächlich mit Erdgas, stößt gewaltige Mengen CO2 aus. Seit kurzem nutzt die Maschine zusätzlich Wasserstoff. Langfristig will die Firma Essity komplett CO2-frei produzieren und hat hier am Standort in Wiesbaden ihr Wasserstoff-Pilotprojekt gestartet. Und hier nach oben sehen Sie die alte gelbe Leitung. Ja. Die gelbe Leitung ist die Erdgasleitung und die schwarze Leitung ist die neue Wasserstoffleitung. Und die gehen dann zu dem Brenner der Papiermaschine. Neben ausreichend grünem Wasserstoff fehlt hier aktuell vor allem eins, ein flächendeckendes Pipeline-Netz. Die Pipeline, die transnationale, kommt wahrscheinlich erst Mitte der 30er. Das heißt, wir haben 10, 12 Jahre Lücke dazwischen. Und die ist zu groß und die ist zu lang. Und deswegen wollen wir mit unseren Partnern hier ein regionales Netz aufbauen. Gespräche darüber laufen bereits mit den zuständigen Stadtwerken in Mainz. Wir haben grundsätzlich Pläne, wo wir eine solche Pipeline aufbauen. Wir haben erste Planungen, wie das machbar wäre. Und was uns eigentlich fehlt, ist die Investitionssicherheit und die Rahmenbedingungen zur Refinanzierung. Die Papierfabrik von Essity wird für eine komplett CO2-neutrale Produktion große Mengen grünen Wasserstoff und ein Pipeline-Netz benötigen.